Mein Name ist Sammy Schuh, die meisten kennen mich bestimmt von anderen Veranstaltungen. Ich will jetzt erstmal, wir laufen heute hier durch Auerbach. Wir laufen hier an der Bundesstraße und hinten hoch nur Fußweg, weil die Marmellen von uns nicht abzusperren. Ist ja schon mal schön, dass sich ein paar zusammengefunden haben, die ein bisschen Bock haben, was zu verändern. Die anderen Schlafmützen schlafen halt weiter. Habt ihr das gestern mitbekommen? Der Agrardiesel haben sie einstimmig durchgewunken. Ihr wart doch mit den Bauern auch unterwegs, oder? Ja, wir genug. Genug, oder? Ich glaube, der Schuss ist noch nicht gehört in diesem Land. Wir fahren mit einem Vollzug, mit einem ICE, bald gegen die Wand. Und ich sage euch eins, gib mal das Buch her. Ich stimme mich gerade zur Zeit wieder mal bilden. Ein schönes Buch an die Polizeikameraden. Erstmal schön, dass ihr da seid und es beschützen tut. Ich denke, es ist auch ein Applaus, oder? Ich darf immer nicht und kann nicht alles sagen, weil ich habe eine Familie, weil wenn ich zu viel sage, bin ich weg. Bei mir war ja auch zur Zeit mal ein bisschen Corona-Zeiten, Verfassungsschutz und ein paar andere Sachen, weil man halt keine Masken aufsetzen tut. Ich bin nicht geimpft, ich habe keinen einzigen Test gemacht. Ich habe Nein gesagt, es ist unser Körper und das fängt auch hier an, oder? Und kritisch sollte man schon denken in dieser Zeit, weil das, was hier abläuft, läuft seit Hunderten von Jahren ab. Vor 100 Jahren war es die spanische Grippe. Davor die schwarze Pest, Cholera, ihr wisst es alles. Und ich habe mich zurzeit mal wieder belesen, Stefan Bernd, Countdown, Weltkrieg 3.0. Habt ihr das schon mal gehört? Ja, ja. Ja? Habt ihr das auch gelesen? Noch nicht? Es ist, ich sag mal, ihr kennt das Spiel, verbinde die Punkte oder Puzzlespiel. Ich muss immer sagen, ich kann das Euterball stillhalten. Ich verbinde gerne Punkte oder ich sage mal, es kommen immer mehr Puzzleteile zum Vorschein, wo ich sage, okay, es macht Sinn. Es braucht keiner sagen, wenn ihr mitkriegt in der Schule, gibt es bald Unterricht, wie man Krieg führt und macht, wie man sich verhält. Jeden Tag kommen Nachrichten, Krieg, Waffenlieferung, Frankreich, Norwegen, Finnland. Im Sommer wird sich jeder fragen und die meisten der Menschen werden sich wundern, wenn im Sommer oder im Herbst der Krieg losgeht. Es ist ein Plan dahinter. Und geopolitisch, man muss sich nicht hier vor Ort nur beschäftigen, man muss sich weltweit beschäftigen und weltweit alles angucken und anschauen, dann weiß man, dass das so ist. Kostet 9 Euro noch was, also 10 Euro das Buch. Holt euch mal, das sind Auswertungen, Tabelle, Wahrsager, alles drin. Die meisten sagen immer, ihr seid die Aluhutträger, ihr spinnt. Aber ich glaube, ihr seid eher die Aufgewachten, die sich vorbereitet haben. Und ich habe noch was. Im Nachhinein, kommt ihr mal zu mir. Bei Schenek hat sich eine Gruppe inszeniert, die tun Felder bewirtschaften mit Obst und Gemüse. Die suchen noch 2, 3 Mitstreiter, die dort anbauen für Eigenbedarf. Wer da Interesse hat, kommt auf mich zu. Ich gebe euch gerne in Kontakt. Die haben mich angerufen, auch für die Versammlungsbehörde oder für die Polizeibehörde, wenn die Freizeitausgleich brauchen und sich mal gesund unterhalten wollen. Bin ich auch gerne dafür. Na gut. Also bestellt euch das Buch. Da gibt es alle Anleitungen, alle politischen Maßnahmen und das ist genau das, was in dieser Zeit abläuft. Bereitet euch vor, es kommt nicht plötzlich, es kommt planvoll. So, wir haben den ersten Redner, das ist der liebe Lutz aus Adorf. Ein Applaus. Netter. Hallo erst einmal, liebe Vogtländer, liebe Mitstreiter. Auch wenn wir heute nicht so viele sind, ziehe ich immer wieder einen Hut vor uns und vor euch vor allen Dingen. Gesicht zu zeigen in einer Zeit, wo, wie der Samuel schon richtig gesagt hat, man sehr vorsichtig sein muss, was man sagt, was man tut. Ja?
Und wenn es eigentlich die Wahrheit ist oder, ich sage jetzt mal, eine andere Meinung hat. Und deswegen will ich jetzt auch mal ein paar Sachen sagen. Vielleicht nicht so ins Detail gehen mit vielen Sachen. Ich glaube, die Leute, die hier dastehen und Gesicht zeigen, die wissen eigentlich das meiste schon. Ja. Mein Name ist Lutz Schwebe. Wie schon gesagt, viele kennen mich, einige, und stehen seit Jahren Seite an Seite bei mir, um unsere Demokratie, die vielleicht mal da war oder da ist oder noch ist, zu verteidigen. Es war einmal, so beginnen doch viele Märchen, oder? Ein böser König oder ein Tyrann überzog das Land mit Krieg, Chaos, Elend, Hass und Hetze. Sorry, ihr wollt jetzt bestimmt keine Märchen von mir hören, obwohl man sie versucht abzuschaffen und inhaltlich zu verändern. Es war einmal ein Land der Dichter und Denker. Ein Volk, was fleißig und strebsam war, Diktaturen, Kriege, Hunger, Chaos und Leid durchlebte und auch überstand, trotzdem immer wieder aufstand und das Land wieder zum Blühen brachte. Stimmt's oder stimmt's nicht? Am Ende aber waren alle glücklich und froh. So sollte doch ein Märchen enden. Nach meiner Meinung, nach meinen Erfahrungen eigentlich schon und ich glaube nach eurer auch. Dieser Spruch, es war einmal, könnte doch ersetzt werden durch nie wieder ist jetzt. Jetzt werden viele denken, ja, den Spruch kennen wir doch irgendwo her, ne? Hieß es doch nie wieder Krieg, weder von deutschem Boden noch eine Beteiligung daran an Vernichtung und Tod. Nie wieder ist doch jetzt, sagen doch viele Menschen, die auf die Straße gegen rechts gehen. Und unterstützen diese Politiker, die genau das machen, was die Mehrheit der Bevölkerung nicht will. Kriegstreiberei und immer mehr Waffen, Bomben, vielleicht auch noch Soldaten, schreien immer mehr oder viele Politiker einzelner Parteien. Nein! Da ist die Rede von Kriegsmüde, Einfrieren des Krieges, Wiedereinführung der Wehrpflicht, Aufrüstung und Angriffspläne ist zu hören. Gab es das nicht so alles schon mal? Fällt euch das auf? Auch mir auch? Also euch auch wie mir? Die Geschichte wiederholt sich immer und immer wieder. Es gab den Spruch, wollt ihr den totalen Krieg? Nie wieder, rufen die Politiker, ist jetzt und streiten sich im Fernsehen, was sie noch beitragen können, um mehr Vernichtung und Elend zu erreichen. Mein Lieblingsspruch ist, was ich selber denke und du, traue ich auch anderen zu. Und das trifft auf diese Leute, die so hetzen und so eine Kriegstreiberei betreiben. Ein besonders gutes Beispiel ist eine meiner Lieblingspolitikerin, ihre Werbekampagne zur Europawahl. Sie wirbt mit Mutter Courage. Bertolt Brecht dreht sich wahrscheinlich jetzt im Grab rum, aber der wird sich nicht nur drehen, der wird sich kreiseln und rotieren. Vielleicht steht er wieder auf. Ich hoffe es jedenfalls. Ja? Eine Mutter, die bedenkenlos ihre Kinder opfert, um Profit zu machen. Das trifft das eigentlich genau zu auf diese Frau, muss ich echt so sagen. Ist es nicht traurig? Und genau das ist es doch. Denken Sie nicht an das Leid der Menschen, die Opfer, die Verstümmelungen nur um geopolitische Interessen von Politikern durchzusetzen. Haben wir oder Sie nicht aus der Geschichte gelernt, wer am Ende die Zeche bezahlt? Das sind doch wir. Das ist doch das Volk am Ende. Dummheit kennt keine Grenzen, außer dem Verstand. Und da geht es bei manchen so los. Ich brauche euch nicht zu sagen, wer hier in der Regierung sitzt und was er gelernt hat oder auch nicht. Das wisst ihr alle besser. Auch nicht, ob man Politiker trauen kann oder auch nicht. Das jüngste Beispiel hatten wir letzte Woche mit der Petition der Bauern und Handwerker aus dem Vogtland an der Bundesregierung.
Danja übergab sie unserem Landesvater in einen Weidekorb. Deutscher Handarbeit übrigens. Großer Medienrummel, gestellte Bilder, wo sie diesen Korb zusammen mit Herr Kretschmer, CDU, getragen hat. Ein Tag später war es vorbei mit Lustig. Agrardieselabschaffung beschlossen im Bundesrat mit CDU, bleibt, habe fertig. Auf meine Frage, ob sie den guten alten Korb, war ja ein alter als weitergeflochtener, wiederbekommen habe, schrieb einer zurück, fieser Spruch von dir, aber den Korb haben wir jetzt schon bekommen. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Hier muss sich einiges ändern. Fakt ist doch, das Volk ist das Souverän. Das muss endlich mal in den meisten Köpfen rein. Und nicht nur die, die was hier stehen, sondern die, die vielleicht jetzt irgendwo zugucken oder vorm Fernsehen sitzen, ne, und denken, alles wird gut. Das muss endlich in die Köpfe der Menschen rein. Diese Beamten werden alles in den Weg stellen, was sie haben, und um es klein zu halten. Das sieht man immer wieder. Die Köpfe werden ausgetauscht, der Körper bleibt. Deutschland muss wieder souverän werden. Hat sich aus allen Einmischungen und Kriegshandlungen rauszuhalten, das sind wir doch der Geschichte schuldig. Humanitäre Hilfe ja, Waffen und Bomben definitiv nein. Vorschlag gibt's genug. Volksentscheide sollten bei solchen wichtigen Entscheidungen wie Waffenlieferungen und andere Sachen entschieden werden. Das finde ich eine gute Lösung. Es gibt auch genug Lösungsvorschläge. Aber wie schon gesagt, das prallt ja bei manchen Köpfen einfach nur ab. Landesregierungen brauchen mehr Macht und eine Entkopplung von diesen Parteienwesen. Es ist ganz, ganz wichtig, damit das endlich aufhört, diese Verarsche, wo wir es eben jetzt gerade erlebt haben mit dieser Petition. Und es war einmal, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber ich denke, wir, die hier stehen, geben nicht auf. Wer klug ist, schweigt doch nicht und lässt die Dummen weiter regieren. In diesem Sinne wünsche ich allen Menschen ein friedliches und Mitstreitern ein friedliches, schöne Veranstaltung mit vielen neuen Impulsen und Ideen. Ein schönes Wochenende außerdem noch. Euer Lutz. Danke. Ein herzliches Glück auf aus Zwönitz an alle Freunde der Freiheit. Ich bin der Schmiedl-Wolfgang. Ich hatte einen Traum, dass ich ab morgen Geschäftsführer der Bundesrepublik GmbH wäre, mit folgenden Vorstellungen. Die Bundesrepublik und ihr Volk bekennt sich zur sozialen Marktwirtschaft, wobei sich der Staat lediglich auf seine Kernaufgaben zu beschränken hat. Denn diese Regierung löst unsere Probleme nicht. Sie ist die Ursache von 99% unserer Probleme. Als erstes würde ich die Öffentlich-Rechtlichen, diese Kadaver ausgewogener Berichterstattung, schließen. Als nächstes würden die Finanzämter geschlossen. Die brauchen wir nicht. Steuern auf Arbeit, Kirchensteuer, Lohnsteuer, Einkommensteuer, Körperschaftssteuer, Energiesteuer, CO2-Steuer und viele andere werden abgeschafft. Die Staatsquote wird auf 10% gesenkt. Der übergriffige Staat wird in seiner jetzigen Form zurückgedrängt. Extremistische Bewegungen wie Gendergelaber, Antifa, Straßenkleber, Klima- und Impfsekten, Schmiergeldempfänger und Empfängerinnen werden verboten. Rauschgiftanbau und Gebrauch, Dealerei jeder Art, außer im medizinischen Bereich, wird grundsätzlich untersagt.
Die Gesetzgebung basiert künftig auf den 10 Geboten im Einklang mit dem Strafgesetzbuch. Das Gesetzesdickicht wird kräftig ausgemistet. Es bedarf keiner Zehntausender Gesetze. Es wird eine unabhängige Justiz geben. Alle, die sich illegal in der Bundesrepublik aufhalten und straffällige Ausländer, werden umgehend ausgewiesen. Was auch durchgesetzt wird. Die Grenzen zur BRD werden effektiv geschützt. Das Bildungssystem wird künftig in ganz Deutschland ideologiefrei und einheitlich gestaltet, indem Mädchen und Jungen wieder lernen, was wichtig fürs Leben ist. Es wird wieder schwimmen gelernt und es wird Deutsch gesprochen. Schule sowie Kindergartenspeisung wird kostenlos angeboten. Gebühren für Kinderkrippe, Kindergarten oder Hort werden abgeschafft, ebenso für Schulbücher und was so dazugehört. Die Bundesrepublik wird ein neutraler Staat, fremde Truppen werden abgezogen, Waffenlieferungen eingestellt, Freundschaft und gute Nachbarschaft mit allen Völkern der Welt ist das Ziel. Nicht wie das Strack-Zimmermann, das sich schämt, katholisch zu sein, nur weil der Papst Friedensgespräche mit der Ukraine fordert. Sie soll sich mal lieber schämen für die vielen katholischen Priester, die sich in den vergangenen Jahrzehnten an unzähligen Jungen vergangen haben. Humanitäre Hilfen bei Naturkatastrophen werden selbstverständlich gern angeboten. Die Bundesrepublik verlässt umgehend die WHO. Der Landwirtschaft gilt unsere besondere Fürsorge. Sie ist die Grundlage unserer gesunden Ernährung. Achten wir unsere Bauern. Ministerien, Ämter und sonstige Kostgänger wie IHK, Statistisches Bundesamt, Sonderbeauftragte im gefäserten Deutschland und weitere nicht dem Wohl und dem Nutzen unseres Landes dienliche Bürokraten werden abgeschafft. Dadurch ergibt sich ein riesiges Einsparpotenzial. Wenn man bedenkt, dass allein die Verwaltung, Bearbeitung und Beitreibung der Steuer 100 Milliarden sparen kann, kann man sich vorstellen, wie viele Milliarden an anderer Stelle gespart werden können. 60 Milliarden bei Subventionen, 50 Milliarden bei Klima- und Entwicklungshilfe, 55 Milliarden bei geduldeten Flüchtlingen, 30 Milliarden bei NGOs, das sind rund 300 Milliarden Einsparungen pro Jahr. Wenn man sich künftig so aufstellt, einen schlanken Staat aufbaut und den Menschen nicht ständig gängelt, ihm sagt, was er zu tun, zu lassen und zu essen hat, die Gesinnungsschniffelei abstellt, freien und fairen Handel zulässt, Energie günstig anbietet, dann wird über unserem Land endlich wieder die Sonne scheinen. Das wird Investoren aus aller Welt anziehen. Es wird unheimlich viel Potenzial freisetzen bei Menschen, die in ihrem Leben etwas erreichen wollen und auch erreichen werden. Hilfe wird es für Menschen geben, die nicht allein für sich sorgen können. Jedoch wird Faulheit nicht unterstützt. Wenn alles das durchgesetzt wird, brauchen auch unsere Alten nicht um ihre Altersbezüge fürchten, denn es wird genug Wohlstand für alle geben. Und nicht zum Schluss werden die uns das alles, einschließlich Covid, eingebrockt haben, zur Verantwortung gezogen. Man hat Menschen einsam sterben lassen. Das werden wir denen nie verzeihen. Als erstes werden denen die Konten gesperrt wegen Fluchtgefahr, Zwangshypotheken auf deren Besitz zugunsten des deutschen Volkes eingetragen. Die dürfen diesmal nicht ungeschoren davonkommen lassen.
lassen wir uns nicht länger von diesen Schlangenölverkäufern, kriegsgeilen, negativ ausgewählten, grünen, fleischgewordenen Doppelzentner Dummheit mit dem Verstand von 3 Meter Feldweg und einem IQ von unterhalb der Zimmertemperatur mit Kühnert-Syndrom in Brüssel, Berlin und sonst wo verarschen. Es reicht! Wie gesagt, das würde ich tun, wenn ich Geschäftsführer dieses Landes wäre. Und nun das Wort zum Sonntag. Deutschland zahlt 100.000 Euro für klimafreundliche Bienenzucht in Bosnien-Herzegowina. Die Bienen sollen also künftig mit Körbchen zum Pollensammeln zu Fuß gehen. Früher hat man sich im Ausland in die Hose gemacht aus Angst vor den Deutschen, dann aus Respekt und jetzt vor Lachen. Vielen Dank, vielen Dank. Liebe Fruchtländerinnen, liebe Fruchtländer, mein Name ist Jürgen Lösche, ich bin Rentner und ich möchte als erstes mal eine Warnung aussprechen. Ich habe vor etwa anderthalb Monaten im Blauen auf der Demo gegen rechts gesprochen. Schön, dass er weiter zuhört, dass ich nicht gleich ausgepfiffen werde. Denn es war gut, dass ich in Blauen sprechen konnte und deswegen freue ich mich auch, dass er mich jetzt hier sprechen lässt. Worum ging es damals in Blauen? Ich bin eigentlich in meinem Rentnersessel wieder aufgestanden durch den Ukraine-Krieg. Ich habe mir vor 1,5 Jahr gesagt, so kann das alles nicht weitergehen. Das führt zu einer großen Katastrophe hier in Mitteleuropa, wenn die Eskalationsschraube nicht gestoppt wird. Deshalb haben wir eine Gruppe gebildet in Blauen und wir haben dann offene Briefe geschrieben, wir haben mit Politikern diskutiert und machen das eigentlich bis heute. Ihr werdet jetzt sagen, was habt ihr denn erreicht? Der Krieg, der tobt ja leider immer noch. Ich kann nur sagen, immerhin haben viele, wir alle gemeinsam, denke ich, wenn ich eure Plakate sehe, und auch andere zumindest erreicht, dass die Taurus nicht geliefert wurden. Das ist, ja vielleicht, aber ich bin und hoffe drauf, dass er da an dieser Stelle seine Position bewahrt und nicht umfällt. Immerhin haben wir das erreicht und es wird sich auch immer wieder darauf berufen, dass die Stimmung in der Bevölkerung mehrheitlich gegen diese Tauruslieferung ist. Also ich will nur damit sagen, es geht ja was, es hilft ja, wenn man aufsteht, wenn man demonstriert, wenn man auch offene Briefe schreibt, wenn man diskutiert. Ich bin in Blauen auf dieser Demo gegen rechts, habe ich das Thema natürlich auch angesprochen. Für Verhandlungen, gegen diese Waffenlieferungen, für diplomatische Initiativen. Dort gab es natürlich auch die Rufe aufhören an dieser Stelle. Hier bei euch erwarte ich das natürlich nicht, wenn ich eure Plakate sehe. Ich denke, da sind wir einer Meinung. Deswegen will ich jetzt an meine 5 Minuten oder meine 2 Minuten, die mir noch bleiben, nicht jetzt dafür nutzen, dass ich über das rede, worüber wir uns einig sind. Wir brauchen Diplomatie und keine weiteren Waffenlieferungen. Ich wollte noch einen anderen Aspekt ansprechen, um den es auch geht. Ich habe eigentlich vor 1,5 Jahr, als ich wieder mich erhoben habe und wieder, ich sag mal, politisch aktiv geworden bin, da habe ich eigentlich auch mit Erschrecken festgestellt, wie tief gespalten diese Gesellschaft ist. Das hat mich tief bewegt, das habe ich nicht erwartet. Und ich muss feststellen, die Spaltung dieser Gesellschaft ist in den letzten 1,5 Jahren noch viel, viel tiefer geworden. Ich habe den Eindruck, jeder tut sich in seiner, in seiner Bubble sich eingraben, verstärkt seine Meinung dort in dieser Echokammer und es gibt immer weniger Bereitschaft, miteinander zu reden. Das ist das Problem. Das ist auch das Problem der Demokratie. Wir müssen
Wir müssen in der Demokratie miteinander reden und nicht übereinander. Das ist ganz wichtig. Wir müssen wieder lernen, auch einen demokratischen Diskurs so zu führen, dass wir eben den anderen nicht beleidigen, dass wir nicht ihn körperlich oder sonst wie bedrohen. Darum geht es. Wir müssen akzeptieren, dass es auch andere Meinungen gibt. Ja, ich stehe dafür, man muss seine eigene Meinung in einem demokratischen Diskurs mit aller Härte auch vertreten. Aber man muss am Ende auch kompromissbereit sein. Man muss bereit sein, sich einzugestehen, dass auch der andere etwas Recht haben kann. Nur so funktioniert Demokratie. Das ist der einzige Weg, wie wir zu vernünftigen Lösungen kommen. Denn das ist der Sinn der Demokratie. Aus einem Meinungsstreit am Ende einen gesunden Kompromiss zu erzielen und eine gute Lösung zu erzielen. Das müssen wir wieder versuchen, alle gemeinsam. Alle gemeinsam. Darum muss es gehen in Zukunft wieder. Und ich kann euch nur bitten, geht aufeinander zu. Ich habe vor, glaube ich, 2-3 Wochen war die letzte Demonstration hier in Auerbach. Da habe ich eigentlich in der Zeitung gelesen, dass dort ein Gesprächsformat gesucht wird oder so ähnlich mit den Demonstranten gegen rechts. Ich habe da nichts mehr gelesen. Ich weiß auch nicht, ob da was zustande gekommen ist. Ich fände sowas gut. Gestern habe ich gehört, in Zittau oder in Görlitz, da gibt es 2 Montagsdemonstrationen, also 2 Gruppen, die konträr bisher immer montags demonstriert sind. Die haben sich jetzt zusammengefunden, die haben Sprecher gewählt auf jeder Seite und haben sich zusammengesetzt und haben nach Gemeinsamkeiten gesucht. Und da ist Folgendes entstanden, die haben eine gemeinsame Petition verabschiedet, wo es darum geht, dass die Corona-Maßnahmen aufgearbeitet werden. Da saßen auf der einen Seite Leute, die waren absolute Impfgegner, und auf der anderen Seite saßen Leute, die haben sich impfen lassen. Ich finde sowas gut. So müssen wir miteinander wieder umgehen. Wenn wir das schaffen, und darum bitte ich euch, und ich freue mich auch, dass ihr mich ausreden lassen habt, da bitte ich euch drum, jeder im Kleinen oder auch, wenn ihr mit anderen zusammentrefft, bitte mäßigt euch auch in eurer Sprache. Beleidigt nicht. Ich weiß auch nicht. Ja, ist in Ordnung. Ja, es gibt so einen berühmten Spruch. Man braucht keine Erziehung, keine Demokratieförderung. Wir haben das früher praktisch schon im Elternhaus gelernt. Es gibt diesen berühmten Spruch. Was ich nicht will, dass man mir tut, das füge keinem anderen zu. So müssen wir miteinander umgehen. Ich freue mich darauf, dass er mir zugehört hat. Und vielleicht, es wird ja auch im Video und so weiter gedreht, vielleicht hört es auch mal jemand anders. Denn die Leute gucken sich ja diese Videos, wie ich gehört habe, auch an. Also noch einmal schönen Dank, dass ihr mich ausreden lassen habt. Und dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und eine friedliche, geht jetzt noch marschieren, ne? Friedliche Demo. Okay, danke. So, danke Jürgen. Ganz kurz nochmal, ich schließe mich in Jürgen seiner Worte voll an. Weil nur so werden wir was erreichen. Weder mit Hetzen oder Hass, das was die machen. Ja? Und es gehören immer 2 dazu, Jürgen, das weißt du. Und das ist unser Problem. Wenn wir im Fernsehen und in den Medien dargestellt werden, und jetzt bin ich mal ganz, ganz krass, wie der letzte rechte Dreck. Und wir stehen uns alle hier und kennen uns seit Jahren. Und kennen uns auch. Ich kann zwar niemand in den Kopf reingucken, das stimmt. Aber mit seinen Daten zeigen wir seit Jahren friedlich hier auf der Straße, ne, und kämpfen unser Recht. Und wie werden wir, ne, oder wie ist das Echo? Wir hören es jeden Tag in den Fernsehen. Das müssen wir einfach mal so eingestehen. So, und das erwarte ich eigentlich von der sogenannten Regierung, ne, und Politikern, dass sie uns mit genau demselben Respekt behandeln, wie wir sie, wie die meisten hier sind. Danke. So, ihr Lieben, jetzt haben wir die erste Runde geschafft.
Ich laufe dann mal rum. Es wäre schön, wenn wir trotzdem wie überall mal ein paar Spenden einsammeln. Ich tue die wieder verteilen. Es werden wieder Videos gedreht. Es wird ein bisschen kleines Action gemacht. Vielleicht habt ihr ein paar Cent übrig in diesen schwierigen Zeiten. Ich würde sagen, wir laufen mal los. Wir laufen hier links runter und dann einfach mir folgen. Und dann dürft ihr mal laut sein. Und die Trommler bitte. Ja? Darauf hinweisen. Kein Gleichtakt. Und laufen. Also, friedlicher Marsch durch Auerbach ist begonnen hiermit. Thank you.
Echt stark, oder? Rücktritt! 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 Ein Applaus für die Trommler. Ich würde sagen, auch ein Applaus für unsere Polizeibehörde, die uns hier tatkräftig unterstützt hat, oder? Dankeschön. Ihr Lieben, ich habe schöne Gespräche unterwegs geführt. Seid nicht traurig, wir waren heute 136 Seelen. Von meinen Auerbachern bin ich mich sehr enttäuscht, wo die sind. Ja, das sind unsere Hardcore-Leute. Ist nicht die Jugend, ist die ältere Generation. Und wenn man links und rechts rumschaut, ist immer die ältere Generation da. Ich glaube, den Applaus habt ihr für euch selber verdient, oder? Oder? Ein Applaus für euch! Ich sage immer, es ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Nutzt die Demos als Netzwerk. Die meisten sind ja schon jahrelang hier und viele kenne ich und ein bisschen freue ich mich halt auch, dass unser Urgestein, wie es damals zur Corona-Zeit losging, jawohl, du gehörst dazu, viel zu laut, ich möchte euch allen Danke sagen, dass ihr was tut, dass ihr für unser Land kämpft, dabei seid, es zu verändern und es fängt im Inneren an. Immer bei einem sich selbst. Ich glaube mal. Ja, ich müsste improvisieren. Ich möchte den lieben Thomas Leibold für die Unterstützung danken. Den lieben Heinz, der liebe Annette Reichenbacher, der liebe Petra, lieben Lutz und allen anderen in Yogi, in Frank, der jede Woche Videos drehen wird für unsere Gemeinschaft. Wir sind nicht alleine, wir sind schon viel. Auch wenn wir heute, und Sven, der Kreizer, mein Kreizer, ich würde sagen, auch mal für die einen ganz, ganz großen Applaus und die Trommler, weil die sind aktiv unterwegs. Ich sehe ein paar Gesichter, die sind ein bisschen traurig, was hier los ist. Ich habe auch mehr erwartet. Auch nichtsdestotrotz, es ist scheißegal, wie wir sind. Wir sind viele. Viele haben im Moment auch Probleme. Viele haben auch im Moment der Situation geschuldet. Es soll keine Ausrede sein. Auch andere Probleme. Soll uns aber nicht abhalten, weiterzumachen. Und den guten Geist, der hier lebt, weiter nach außen zu tragen. Ich war letztes Jahr bei einer Demonstration gegen rechts und für Demokratie. Da waren auch nicht viel mehr wie jetzt da. Aber da waren ganz schön viele Schwulen, Transgender, Lesben. Und die ganz großen Schauspieler waren da. CDU, SPD, Grüne, Linke, FDP. AWO, Diakonie, da sind sie sich auf einmal einig. Da sind sie sich alle einig. Und vergessen, nach links und rechts zu gucken. Und wer es jetzt noch nicht begriffen hat, dass es 11:55 schlägt, dass unsere Regierung unser Land pleite macht, wie viele Firmen jetzt Kurzarbeit haben oder Insolvenz jede Woche anmelden,
Es wird größer. Ich würde mal sehen, die Kurzarbeiter anmelden, wie da die wirkliche Arbeitslosenquote ist in Deutschland. Das wurde ja mit der ersten Wirtschaft, hier 2007 wurde das ja eingeführt, wo die Wirtschaftskrise war, um die Zahlen zu verfälschen. Was sagt eure Verwandtschaft und Freunde und Bekannten, wie sind die drauf? Was haben die für Meinung? Alles verstorben. Wie bitte? Alles verstorben? Leider. Geimpft? Ja. Geimpft und verstorben, okay. Weiter. Was sagen die anderen bekannten Freunde, Arbeitskollegen? Meckern. Ja, wir sind Weltmeister in Meckern, in Lamentieren, in Diskutieren, in Recht haben. Und Verdrängen. Und Verdrängen, genau so ist es. Sagst du den anderen mal, die höre ich nicht. Stell dich mal vor, du bist jede Woche bei uns in Auerbach. Jede Woche in Auerbach. Ich bin der Andrea. Und ich habe gerade gesagt, es wird gemeckert, 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 aber jede neue Verordnung, jedes neue Gesetz wird stillschweigend hingenommen. Danke. Möchte noch jemand was sagen? Was, Deutschland? Gute Nacht, Deutschland. Gute Nacht, Deutschland. Warte, komm hoch. Wie bist du? Guck, Freien Kreuzer. Wer bist du? Die Karin. Und was hast du gesagt? Gute Nacht, Deutschland. Solange wir uns noch hier beim Spazierengehen schikanieren lassen müssen, ändert das nichts anderes. Was hast du denn wahrgenommen hier? Na, auf dem Fußweg gehen. Wo gibt's denn sowas? Das sind halt viel zu wenig. Auch durchhalten. Möchtest du noch was sagen? Ah, du bist schüchtern, oder? Ich nicht. Ihr Lieben. Ich sehe in die Gesichter Traurigkeit. Aber ich kann euch eins sagen, es kommt eine andere Zeit. Da könnt ihr euch vorbereiten. Läuft nach Plan ab. Und irgendwann kommt der Tag der drei Tage Finsternis. Habt ihr das schon mal gehört? Noch nicht gehört? Nein? Wer hat es gehört? Hand heben. Drei Tage Finsternis. Das sind nicht viele. Da muss ich Aufklärung machen, oder? Ganz, ganz wichtig, dann kauft das Buch Dritter Weltkrieg 3.0. Da ist eine Statistik drin von Wahrsagern, von Politikern, von allen anderen, Trump, Kuh. Und ich sage es jedem, geht auf die Suche. Das Böse wollte uns mit dem Internet versklaven. Wird es aber nicht schaffen, weil das Internet verrät auch das Böse. Es gibt Logen, die Freimaurerei, Rothschild, Rockefeller, Finanzindustrie. Folge dem Geld, dann weißt du, wer das Sagen hat. Habt ihr schon mal was von Symboliken gehört? Ja, ich höre euch nicht. Ihr müsst mitmachen. Agieren, wer kennt die Symboliken, Freimaurer-Symboliken? Wie sich kennen, sind nicht viele. Also, Hand, so. Dann hier, aufgemalt. Ja, willst du was sagen? Genau, am Dollarschein. Sie zeigen es uns und wir wissen es nicht. Und wisst ihr, was das Perfideste hier in diesem Land ist, auf dieser ganzen Welt? Die Pädophilie. Menschen- und Kinderhandel. Wir haben Politiker. Die haben Vorlieben und die sind genau da oben, wo sie stehen, recherchieren. Gehören ein paar Grüne dazu und ein paar andere. Als Belohnungssystem, wenn sie Scheiße bauen, kommen sie oben hin. Es gibt das sogenannte Pizzagate. Habt ihr das schon mal gehört? Ja? Podesta. Kennt ihr die Symboliken? Also wir haben auch hier in der Region Pädophile, die kommunizieren. Ich habe die Symboliken gesehen, bin zu Leuten hin und die haben es bestätigt. Er lebt aber jetzt nicht mehr. Und ich könnte euch noch viele andere sagen, mit denen ich in Gespräch kam. Ich gehe auch mal hin und hole die ab, dass auch mal Beamten mal Bescheid wissen, wie es funktioniert. Wenn ich die Symboliken sehe, gehe ich hin, sage hier, ey, du hast mir Flyer geschickt. Das ist ja cool. Wer hat den gemacht? Nicht ich. Ach so, sag mal, was hat das alles zu bedeuten? Da ging das so los. Naja. Es kommt der Frühling, das war jetzt gerade die Zeit, die Sonne kommt.
Das ist die Spirale mit der Sonne und immer ringsherum. Und bunt macht lustig. Da habe ich noch weiter gefragt. Das ist aber schön. Kann das sein, dass wir dieselben Vorlieben haben? Das kann gut möglich sein. Und dann hat er nicht weitergesprochen, wollte abwarten, haben schnell gefragt, sag mal, haben wir die gleiche Vorliebe, stehen wir auf kleine Kinder. Komm mal mit hinter, wir können das in meinem Hinterzimmer im Büro bereden. Mir ist das Gesicht bleich geworden, ich habe gesagt, ich habe zu tun, ich muss weiter. Ich muss die Fallos zusammengreifen, ich habe selber drei Kinder. Und die geben es dann zu. Du bist so nah dran, es wird vor uns in der Region, gibt's Sachen, die ihr nicht glaubt, und das ist Wahnsinn. Geht auf die Suche, gibt bei Google oder woanders ein, DuckDuckGo, Pizzagate oder Pädophilensprache. Sie leben auch um uns. Ich war in Dresden im Urlaub. Da gibt es genug Selbstständige, die genug Symboliken an die Türen haben, wo ich in der Innenstadt spazieren war. Also es ist ein leichtes, das zu sehen. Was bedrückt euch in dieser Zeit noch? Oder worüber freut ihr euch mal? Gibt es freudige Nachrichten? Über meinen Hund. Wie bitte? Genau, Chemtrails, die sprühen jeden Tag. Wissen wir, wie viel das jeden Tag kostet? Uns als Steuerzahler, als Besatzer? 500 Millionen Euro jeden Tag zahlen wir das, dass wir vergiftet werden. 500 Millionen Euro. Ach, 153% Krankenkasse, ne, weil du selbstständig bist. Aber die böse Zeit erwischt es auch dabei. Irgendwann erwischt es die auch. Genauso ist es. Die Zeit wird kommen und es sind auch gute Mächte am Werk, die eine neue Zeit bringen. Habt ihr mit Pudding mitbekommen? Wurde mit 87% gewählt, ist nicht geil? Unsere Schwester und Brüdervolk, oder? Und ich bin gespannt, wenn die sagen, 2 plus 4 Vertrag ist aufgelöst. Also die Nummer finde ich richtig geil. Das ist immer wieder Rechtsstaat. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn ihr das Gefühl habt, wir sind weniger heute. Aber ich kann euch sagen, am besten beneidet uns für diesen Engagement, dass wir was tun und rausgehen. Oder? So, ich will euch nicht lange aufhalten. Lasst uns noch in einer kleinen Runde schön gemeinsam sprechen. Kommt gut nach Hause. Jeden Montag ist hier in Auerbach, in Adorf, in Reichenbach und wo noch? Blauen! Läuft auch und die Mahnwoche, die liebe Petra. Willst du noch was sagen? Warte. Samstag 15 Uhr am Landratsamt. Und Montag 17 Uhr am Wendedenkmal. Beides ist angemeldet. Super, denke einen Applaus, oder? Ja, anmelden oder nicht anmelden, das ist ein Streitthema, das kennen wir alle mal. Aber das ist am Ende wurscht. Es ist eine Plattform, wo man uns treffen kann, wo man zusammenhalten kann und wo man unsere Steuergelder für Überstundengelder gezielt steuern können. Ne? Du weißt, was ich meine. Kollegen lachen auch. Alles gut. Nee, ich bin dankbar, dass wir die haben. Das sind auch sehr, sehr gute, liebe Menschen dabei. Kann ich euch von Herzen sagen. Aber wir hängen einen größten Kopf und das ist das scheiß Finanzsystem. Wir haben alle Kredite, wir wollen alle unser Lebensunterhalt erhalten. Auch mir geht's so. Ich wollte mal komplett aussteigen, kannst du vergessen. So, ihr Lieben, kommt gut nach Hause. Ich möchte hier mit beenden und wir sehen uns das nächste Mal irgendwo wieder. Und danke nach Quenet. Den Humor liebe ich. So, euer Sami, danke.